Hallo ihr Lieben. Ja, ich hatte eine Umfrage gemacht und dabei ist rausgekommen, dass ganz, ganz viele sich wünschten, keine Angst zu haben, nicht zu traurig zu sein, natürlich mehr Geld zu haben und körperliche Gesundheit. Das sind so eigentlich die Top-Anliegen, die wir alle haben. Und letztendlich haben wir diese Anliegen, weil wir davon ausgehen, wenn das alles nicht wäre, also wenn wir nicht krank wären, wenn wir Geld hätten, wenn wir nicht so traurig wären und so weiter und so fort, dann würden wir uns wohlfühlen und dann wäre alles in Ordnung. Und wie ihr wisst, in meinen Coachings fange ich immer von der Voraussetzung an, dass alles in Ordnung ist. Wir sind alle komplett in Ordnung. Jeder einzelne von uns ist liebende Perfektion. Aber natürlich wird uns von diesem materiellen Leben, das wir hier durchlaufen, als 100% spirituelle Menschen auf materieller Ebene eine ganz, ganz andere Wahrheit eingetrichtert. Respektive eine falsche Wahrheit oder auch eine Lüge. Und wenn ich jetzt mal zurückgehe in mein Leben. Meine Mutter, die ist Alkoholikerin. Und ich bin wirklich so aufgewachsen, zuerst eigentlich ziemlich wohlbehütet bei meiner Großmutter. Und als meine Mutter dann meinen Adoptivvater geheiratet hat, bin ich dann mit knapp 4 Jahren von meiner Großmutter weggekommen und hatte sozusagen meinen ganzen Schutz verloren und wuchs dann tatsächlich bei meiner Mutter, meinem Adoptivbruder auf und meinem Adoptivvater. Da kamen dann nachher noch 3 weitere Geschwister dazu. Wir waren insgesamt 5 und ja, meine Mutter hat auch immer versucht, irgendwie etwas zu machen, zu erreichen, um sich wohlzufühlen. Aber sie hat sich schrecklich und elend gefühlt. Und wie sich das für uns Kinder halt ausgewirkt hat, war einfach total unkontrollierte Ausbrüche. Meine Mutter, die ist nachts in unser Zimmer gekommen, hat uns aufgeweckt, hat uns zusammengeschissen, hat bei mir alle Sachen aus dem Regal geschmissen, hat mich dann wieder geschimpft, dass mein Zimmer so unordentlich ist, hat mich dann in der Nacht noch alles aufräumen lassen, also ich möchte da nicht zu tief reingehen, geschlagen und also es war wirklich eine schlimme Jugend, alles unter dem Deckmantel von einer Familie, die Familie meines Adoptivvaters, die hatte genügend Geld und war sehr auf Außen fokussiert und man hat dann eigentlich alles ignoriert, wobei ich auch sagen muss, was hätten sie machen können, weiß ich nicht, will ich auch nicht beurteilen. Nichtsdestotrotz nur ein kleiner Hintergrund. Ich habe mich dann auch übrigens dann halt immer noch in den Mittelpunkt gestellt, damit meine Mutter diesen ganzen Hass eigentlich an mir auslässt, so dass ich halt meine jüngeren Geschwister schützen konnte. Das war irgendwie so ein Schutzreflex. Und ich bin halt dann quasi immer in diesem Wissen aufgewachsen, dass es absolut unsicher ist, dass mein Leben komplett unsicher ist, dass ich überhaupt nicht weiß, es ist nicht absehbar, es gibt einfach irgendwelche Einflüsse, die meine Mutter dazu bringen können, aus dem Nichts heraus so auszurasten. Als Kind verstehst du ja nicht, was da los ist. Du versuchst dich irgendwie zu schützen, du versuchst dich irgendwie vorzubereiten und versuchst irgendwelche kausalen Zusammenhänge zu erkennen, um nicht ganz aus dem Hinterhalt überfallen zu werden. Und ein kausaler Zusammenhang war zum Beispiel, wenn meine Eltern Besuch hatten. Ich wusste ja wirklich nicht, dass es am Alkohol lag, sondern ich dachte dann halt, es liegt an den Menschen, die kommen und dass es böse Menschen sind, die in unser Haus kommen und die dann irgendwie meine Mutter dazu bringen, aus dem Nichts heraus bösartig und brutal zu werden. Das war halt so mein kindlicher
meine kindlichen Rückschlüsse, oder wo ich versucht habe, mir diese Dinge zu erklären und auch mich irgendwie ein bisschen zu schützen. Zurück bleibt natürlich ein riesengroßes Gefühl des Ausgeliefertseins und auch des grundlos malträtiert und geplagt zu werden. Keinen Schutz zu haben, keinen Rückhalt zu haben, einfach sozusagen freiwillig unter Attacke zu sein und keinen Moment zu wissen, wann diese Attacke irgendwo loslegt. Und wenn du natürlich mit so einem Grundgefühl durch die Welt gehst, dann versuchst du dich zu schützen und du versuchst dich eben auch vor Menschen zu schützen, weil du glaubst, in gewissen Menschen könnte so eine Attacke liegen oder von solchen Menschen konnte eine Attacke kommen. Und dann nimmst du ganz stark die Schwingung von Menschen auf, von deinen Mitmenschen überhaupt, um dich eben im Nachhinein zu schützen. Und das sind halt einfach solche Rückschlüsse, wenn du halt denkst, dass irgendeiner irgendwie aggressiv ist oder ängstlich oder so. Und du merkst es halt irgendwie sofort und hast halt dann Angst vor irgendwelchen Attacken aus dem Hinterhalt, irgendwelchen Angriffen ohne Vorwarnung. Das war eigentlich so das Schlimmste. Und dann kommt natürlich das Leben. Und das Leben macht dann halt genau das immer wieder. Respektive das Leben macht es nicht, sondern du nimmst es als Bestätigung deiner Vorstellung vom Leben. Dann war ich 14, dann ist meine Großmutter, mein wirklich Fels in der Brandung, ist einfach gestorben. Was heißt einfach, sie hatte Krebs. Das habe ich natürlich schon mitgekriegt, aber trotzdem. Der Tag, an dem sie gestorben war, das war so für mich der Tag, an dem ich komplett schutzlos durchs Leben gehen musste und dass da nichts und niemand war, an den ich mich noch wenden könnte, der irgendwie mir wohlgesonnen oder Schutz bieten würde. Ja, und dann geht's halt weiter im Leben. Ich erzähle euch das nur, weil ich denke, dass viele oder die meisten eigentlich auch so eine Geschichte haben, die ganz tief in einem verankert ist, die man anschauen darf, um zu erkennen, dass man einer Lüge übers Leben, einer Lüge über Sicherheit und eine Lüge über Liebe aufgesessen ist. Oder? Es gibt dann natürlich noch mehrere Geschichten und aus dem Hinterhalt. Es war immer alles unerwartet, ein Partner von mir, wir waren beim Essen, in schöner Gesellschaft, war ein wunderschöner Abend, wir hatten gemeinsam Urlaub geplant und aus dem Nichts heraus fährt er mich zum Beispiel an und sagt, ja, was denkst du eigentlich, dass ich mit dir in Urlaub fahre? Obwohl alles geplant war, ja. Und ich könnte aus ganz, ganz viele solche Sachen aufzeichnen, solche Situationen, die mir im Leben begegnet sind. Und es ist natürlich immer wieder dazu gekommen, dass mir aus dem Hinterhalt die Beine weggezogen worden sind, dass mir das Leben quasi scheinbar das Üble und das Böse und scheinbar die Tatsache gespiegelt hat, dass das Leben einfach ein hinterhältiger Angriff ist, der jederzeit lauert und zuschlagen kann. Und wenn du in dieser Überzeugung lebst, wenn du in dieser Angst lebst, wenn du in dieser Lüge lebst, dann ist es natürlich eine unglaubliche Belastung für deinen ganzen Mechanismus, für deinen ganzen Körper. Ich habe dann versucht, aus dieser ganzen Miserie mit dem Gesetz der Anziehung rauszukommen. Und das Gesetz der Anziehung stimmt ja. Da gibt es nichts dran zu sagen. Nur, was dann halt wirklich bleibt, ist die Schuld. Und Eigenverantwortung und zu wissen, dass Kreation so funktioniert, das ist richtig. Aber die Schuld, die man mit sich trägt und meint, es hat mit einem selber zu tun, weil man falsch und verkehrt ist. Diese Schuld ist eigentlich aus meiner Sicht die größte Lüge und die größte
Krankmacher und Unheilbringer überhaupt. Dass man mit einer Schuld, mit einer Scham durchs Leben läuft und eben meint, dass auf irgendeine Art und Weise das Leben es einfach nicht gut mit einem meint, weil man halt schlecht ist, verkehrt ist, falsch ist und nicht liebenswert ist, nicht unterstützenswert ist. Und das ist diese allergrößte Lüge. Und wenn du diese allergrößte Lüge mal für dich aufdeckst und wirklich in die klare Wahrheit hineinschaust und erkennst, dass es wirklich die Wahrheit nur die einzige Wahrheit sein kann, wenn es so ist, dass wir alle eins sind, dass wir aus einer, ob du es quantenphysisch nimmst, ob du es biblisch nimmst, auf jeden Fall, wir sind alle aus einer Energie entstanden. Und diese eine Energie, die ist Liebe, die ist Leben, die ist Wahrheit und die ist eben nicht an Bedingungen gekoppelt. Und das unserem Verstand klar zu machen und diese wahre Identität in dir selber zu erleben und zu erkennen und zu erkennen, dass du dich in dieser Schönheit, in dieser Wahrheit, in dieser liebenden Perfektion, die deine Wahrheit ist, permanent reflektieren und spiegeln darfst. Egal was für eine Story, egal was für eine Geschichte du in deinem Leben erlebt hast, dass diese Geschichte aber nichts mit dir, mit deiner wahren Identität zu tun hat und dass du jederzeit ganz schuldfrei sein darfst und diese komplette Geschichte losgelassen darfst und dir und deinem ganzen System, deiner Lebensvorstellung eine neue Ansicht geben darfst, ein komplett neues Verständnis über dich, über das Leben, über die anderen Menschen im Leben, über die Unendlichkeit, also sag ich jetzt auch mal über die, ja, die Unsterblichkeit quasi, weil wenn Unendlichkeit herrscht und kein Raum und keine Zeit und die Wahrheit jeglicher Energie, die Liebe ist und zwar ohne Bedingungen, also die höchste Kraft, die Freude, die Freiheit, die Unterstützung, dann liegt es an uns, uns darin zu spiegeln und dann liegt es an uns, uns nicht davon zu trennen. Und diese Trennung von allem, dieser Mangel, diese Überzeugung, dass es für irgendetwas Bedingungen oder Gründe gibt, die trennt uns eben. Wenn wir aber bereit sind, in diese wahre Identität einzutreten und in dieses Konzept, in dieses wahre Weltbild unseres Seins, dann kann keine Trennung mehr herrschen. Und dann kann auch kein Mangel mehr herrschen. Dann gibt es auch keine Schuld, dann gibt es auch keine Sühne, dann gibt es auch keinen Wert mehr für vergangene Geschichten. Ich weiß, es hört sich hart an, weil wir das so gelernt haben, dass wir uns über Vergangenheit uns identifizieren, dass wir stolz sind und dass wir wer sind und was wir alles geschafft haben. Aber ehrlich, wenn es wirklich nur diesen einzelnen, jetzigen, goldenen Moment gibt, womit willst du diesen goldenen Moment verbringen? Mit Erinnerungen oder mit Vorstellungen oder einfach mit einem ganz, ganz klaren Wissen darüber, dass alles gut ist, dass für dich gesorgt ist, dass du nicht getrennt bist, dass du geliebt und unterstützt wirst. Und ist das nicht das, womit du eigentlich deine Zeit und den goldenen Moment verbringen möchtest? Das ist doch die Wahrheit, um die es uns wirklich geht. Alles andere, das sind doch nur Bedingungen, die wir glauben, die erfüllt werden müssen. Bedingungen, auf die wir stolz sein können. Bedingungen, die wir uns mal zurechtgelegt haben, um uns die Erlaubnis zu geben, endlich eben gut genug und diese perfekt zu sein. Dieser falsche Perfektionismus, der angestrebt werden muss, weil du ihn nicht dir erkennst.
all das treibt ja auch zum Stress, all das treibt ja zu dieser kompletten Trennung. Und das ist für mich der Weg zur Heilung. Einerseits der Weg zum klaren Verständnis über dein Sein, über das, was du bist, über das, was du sein darfst. Und andererseits aber auch zu erkennen, dass diese Energie, diese Schwingung, diese bedingungslosen Liebe, der Kreation, der Schöpfung, Gottes oder wie du das nennen möchtest, dass das eben immer da ist und immer quasi vor dir steht und dir erlaubst, dich in dieser Schönheit und Komplettheit und Ganzheit, dass du dich darin widerspiegelst und dass du darin erkennen kannst, dass du keinen Fehler hast und keine Schuld und aus diesem Wissen heraus leben darfst. Das ist für mich der Weg zur Heilung. Und das ist ein Weg, der wirklich schnell gehen kann. Und das ist auch ein Weg, der dir Schichten und Schalen erspart. Jeder geht natürlich seinen eigenen Weg. Und ich bin auch all diese anderen Wege gegangen, glaub's mir. Deswegen kenne ich sie auch so gut. Aber ich kenne auch immer wieder die Haken und die Stolpersteine dieser anderen Wege. Und deswegen habe ich mich jetzt eben in meinem Coaching wirklich darauf fokussiert, auf die Wahrheit, auf die wahre Identität, auf wer wir wirklich sind. Und woraus aus diesem Wissen ergibt sich einfach ganz, ganz klar, dass Gesundheit die logische Konsequenz ist und auch jegliche Fülle. Und wie gesagt, wenn das mit dir resoniert, ist vielleicht mein Magic-Kurs doch etwas, wo dich den ersten Schritt dorthin führt, um ein bisschen zu erkennen, was ich damit meine und was wirklich deine wahre Identität ist. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele, die auch alle möglichen Routen, Wege und Methoden versucht haben zu gehen, plötzlich Aha-Effekte bekommen haben, als sie diese andere Perspektive Schritt für Schritt und Stück für Stück von mir erklärt bekommen haben und gemerkt haben, wow, das resoniert, ich kann mein Herz öffnen, es gibt keinen Grund mehr, dass ich schließen muss, ich muss mich nicht mehr verstecken, ich darf mich zeigen, ich darf alles lieben und genießen und ich brauche auch überhaupt keine Bedingungen mehr, weil ja alles schon da ist und weil ich auch auf nichts mehr warten oder um nichts mehr kämpfen muss und auch von nichts mehr mein Herz verschließen muss, nichts mehr ablehnen muss, weil ich sicher bin, weil ich einfach safe bin in meiner wahren Identität. Und für mich ist das der Schlüssel auch zur Herzöffnung und für mich ist es auch der Schlüssel zu Erfolg, für mich zu Heilung, zu einem gesunden Körper, zu einer glücklichen Beziehung. Es ist diese Beziehung mit der Person, mit der Herkunft auch, die du wirklich bist. Und das ist etwas, was die wenigsten von uns eben gelernt haben, weil es einfach in dieser materiell orientierten Welt, in der Newtonschen Welt und nicht in der Quantenwelt entstanden ist. Und wir wissen ja jetzt so viel mehr. Und wir haben so viel mehr Argumente und Beweise. Wir müssen den Weg nur für uns gehen. Und das heißt halt auch, alten Überzeugungen, wie das Leben ist, wie das Leben funktioniert, den Rücken zu kehren und bereit sein, das Leben, dich selber, die ganze Logik, das ganze Verständnis, wie Leben, wie Energie funktioniert, für dich aus einer ganz anderen Perspektive zu erkennen. Ja, ich hoffe, das hat dir was gebracht. Ich hoffe, es hat auch denen, die Umfrage beantwortet haben und sich eben mehr Freude, mehr Gesundheit, mehr Geld, weniger Traurigkeit gewünscht haben. Und wenn du das weißt, dann gibt es auch nichts mehr, worüber du traurig sein musst, weil du das Schöne jetzt erkennen darfst und leben darfst und das liegt vor dir und alles andere, das war quasi in einer anderen Realität, die auch sein durfte.
Aber du darfst dich auch jetzt entscheiden, eine neue Realität, ein neues Lebenskonzept, ein neues Lebensverständnis, ein neues Verständnis über dich, über deine wahre Identität jetzt in Zukunft zu leben. Wenn es mit dir resoniert, bin ich vielleicht die Richtige für dich, dich darin zu begleiten, dir die Augen zu öffnen, dir den Weg zu mehr Freude zu bringen, Trauer und Angst loszulassen, weil ich meine, Angst ist ja nur die Angst vor Verlust, respektive die Angst zu sterben, die Angst, die Existenzangst. Und die müssen wir nicht haben, wenn wir uns anders wahrnehmen als komplett spirituelles Wesen und nicht als Haut und Knochen. Ja, ich bin gespannt, ob das mit dir resoniert und ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag noch. Bis dann, tschüss.